Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go und das ist wieder eine kleine Infofolge, denn es ist viel passiert, wie bei Marienhof. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn gestern Abend 22 Uhr gab es die WP-Anpassung, Änderung, wie auch immer. Manche sind gestiegen, manche sind gesunken, einen genaueren Überblick könnt ihr euch eigentlich auch selbst verschaffen. Schaut mal in euren Beutel rein, vielleicht habt ihr ja vorher, nachher mal abgescreent und mal verglichen. Auf Wunsch von Iswo werde ich am Ende des Videos hier mal 12 Screens einblenden, wo ich begonnen habe mit den WP-Höchsten, die ich hatte, und 12 Screens gemacht aus dem Beutel heraus und wie es jetzt aussieht nach der WP-Anpassung, denn das hat er sich gewünscht. Und dem Wunsch werde ich natürlich nachkommen. Und ja, das ist aber noch nicht alles, denn es gibt neue Pokémon aus 2 Kilometer Eiern, beziehungsweise nicht neu, aber besondere Pokémon aus 2 Kilometer Eiern treten jetzt verhäuft auf, auch seit 22 Uhr. Das Ganze geht bis 27. November in Vorbereitung natürlich auf die vierte Generation. Alles, was da eine Weiterentwicklung hat in der vierten Generation, kann jetzt exklusiv aus 2 Kilometer Eiern schlüpfen, damit ihr dann noch ein paar gute Viecher bekommt, gute IVs, ein paar Bonbons farmen könnt, damit ihr bestens gerüstet seid auf die vierte Generation und die dann alle entwickeln könnt. Hier stehen ein paar Beispiele, zum Beispiel Rihorn, Porygon, Magby. Ebenfalls können Trainer erstmalig ein schillerndes Elekid aus dem 2 Kilometer Ei brüten. Also ein neues Shiny ist auch dabei. Man kann natürlich jetzt sowieso die Baby-Pokémon alle schillernd bekommen, also nicht alle, aber aus den Alola-Eiern kommen ja jetzt schillernde Baby-Pokémon. Und jetzt gibt es also auch noch Elekid, was zusätzlich aus dem 2er-Kilometer-Ei kommen kann. Aus dem Kilometer-Ei kommen kann. Und natürlich Knospi, das ja auch immer noch aus dem 5er-Kilometer-Ei kommen kann, auch schillern. Also die Babys sind überall verteilt, wie ihr seht. Macht euch also auf die Suche nach einem schillernden Elekid, farmt ein paar Sachen aus den 2-Kilometer-Eiern für Generation 4. Und wenn ihr mal in euren Beutel schaut, auf eure Pokémon, könnt ihr natürlich sehen, dass da auch schon jetzt dieser Entwicklungsbutton da ist. Ihr seht also auch schon, welche ihr dann weiterentwickeln könnt, wie viele Bonbons die brauchen. Und natürlich, dass ihr diesen Sinnoh-Stein benötigt aus der Sinnoh-Region. Ganz normal, sonst hat man für jedes einen speziellen gebraucht. Jetzt gibt es einfach den Sinnoh und der ist einfach für alle Sinnoh-Pokémon da, die ihr dann entwickeln könnt von den vorhergehenden Generationen in die vierte hinein. Aber, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, genau den Sinnoh-Stein nämlich, stellen sich viele die Frage, wie bekommt man den? Und das ganz einfach mit dem Feldforschungsdurchbruch. Wenn ihr also eure 7-Tage-Serie jetzt voll habt und ihr bekommt das Pokémon, was im, naja, momentan im November ist es ja Ninjatom, das Pokémon, was in dem November also vorangestellt ist, aus dem Durchbruch kommt, geht das nicht nur so aus, sondern ihr bekommt zusätzlich immer noch einen Sinnoh-Stein hinterhergeworfen, gratis, obendrein, ohne was dafür zu tun. Ist also nicht knifflig, ist nichts Besonderes. Ihr könnt also ganz normal spielen wie bisher, jeden Tag euren Stempel machen und nach 7 Tagen kriegt ihr dann den Feldforschungsdurchbruch und das Entwicklungs-Item für die Sinnoh-Region hinterhergeworfen. Und so könnt ihr immer jede Woche ein neues entwickeln. Und deswegen schaut wirklich, was ihr am coolsten findet, dass ihr das zuerst macht und die schlechten und billigen einfach hinterher. Irgendwann hat man das eh alles durch. Und dann kriegt man die Steine und braucht sie nicht mehr und schmeißt die alle weg. Aber bis dahin ist cool, dass man das so hat und wirklich nur eins in der Woche machen kann. Da zieht sich das wenigstens ein bisschen und man hat nicht morgen schon wieder den ganzen Pokédex voll. Dann haben wir hier nochmal eine kleine Übersicht, dass ihr also nochmal seht, was jetzt alles neu ist. Die WP-Anpassung ist nun also in Kraft getreten, betrifft jetzt alle Pokémon, ist komplett durch, obwohl manche sich nicht geändert haben. Meltan ist offiziell auch über die Mystery Box verfügbar beim Übertragen von Pokémon. Von Pokémon aus Pokémon Let's Go Pikachu oder Evoli zu Pokémon Go. Sie funktioniert natürlich wie Rauch und lässt eine halbe Stunde wilde Meltan erscheinen, weil ihr da wie gesagt 400 Bonbons braucht, um das dann zu entwickeln. Dann der Sinnoh-Stein wurde also eingeführt über den Feldforschungsdurchbruch. Dann habt ihr Zwirklob, Electek, Skorgler, Magma, Traunvogel, Kramux, Porygon 2, Reteraus, Roselia, Snivel und Togetic lassen sich bereits mit dem Sinnoh-Stein entwickeln. Die Vorversionen natürlich, wenn ihr jetzt also ein Rihorn zu Rizeros macht,
haben jetzt reduzierte Bonbons. Ihr braucht also nicht mehr 50, um Rihorn zu Rizeros zu machen, sondern nur noch 25. Aber das kennt man ja, das war ja dann auch so, wenn eins nochmal eine Weiterentwicklung hatte, dass die Vorstufen reduzierte Bonbons gebraucht haben. Da könnt ihr also jetzt noch mehr Entwicklungssessions machen mit noch mehr lustigen Tieren. Und in den Einstellungen des Spiels kann man nun die Verbindung zu einer Nintendo Switch und dem neuen Zubehör Pokéball Plus herstellen. Hergestellt werden. Beides im Rahmen der Veröffentlichung des Spiels Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli. Und da werden wahrscheinlich auch neue Avatar-Sachen kommen, denn ich habe schon eine, beziehungsweise der Linke hat das in die Gruppe rein, eine Let's Go Evoli und eine Let's Go Pikachu Mütze, die ihr euch dann aufsetzen könnt, beziehungsweise so ein Cappy, passend zum Start, da ja auch nochmal ein Kanto-Event wahrscheinlich kommt, am 16., wenn das alles rausgehauen wird, uns die Spiele gibt. Also da kommt noch einiges auf uns zu, wie man sieht. Dann wollen wir auch nicht vergessen, hat wieder die nächste Nestmigration stattgefunden. Also schaut mal in eure Parks und in eure Umgebung, denn jetzt tauchen wieder andere Sachen auf. Und wenn das schon mit der Spielmechanik anders ist, ist das ja vielleicht jetzt was ganz Besonderes. Da ja eben das auch nochmal alles durchgewürfelt wird und man jetzt eine größere Vielfalt eben in seiner Umgebung und in Parks speziell erhalten soll. Das war's aber für jetzt. Jetzt kommen gleich noch die Screens. Die könnt ihr noch reinziehen. Iswo, du bist schuld. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich sage ich schaue deine Runde, denk mir, wer bist du? Ich kenne nicht deinen Namen und ich kenne auch nicht den Viper. Ich schick euch in den Nass und mach euch beide dann am Main klar. N zum Q. Ich schaue deine Runde, denk mir, wer bist du? Ich kenne nicht deinen Namen und ich kenne auch nicht den Viper. Ich schick euch in den Nass, denn heute kommst du hier nicht weiter. N zum Q. Ich schaue deine Runde, denk mir, wer bist du? Ich kenne nicht deinen Namen und ich kenne auch nicht den Viper. Ich schick euch in den Nass und mach euch beide dann am Main klar. N zum Q. Ich schaue deine Runde, denk mir, wer bist du? Ich kenne nicht deinen Namen und ich kenne auch nicht den Viper. Ich steck euch in den Arsch, denn heute kommst du hier nicht weiter.